Ja, hallo, heute wieder herzlich willkommen zum Familiengericht Blog Nummer 5. Der vierte war ja der über die Gutachten. So, Gutachten machen, ja oder nein? Da hatte ich auch schon auf einen Kommentar geantwortet. Und jetzt gibt es dort drunter wieder sehr viele Kommentare. Und einen davon möchte ich heute einfach wieder nehmen und für die Öffentlichkeit einfach aufzeigen. Und zwar schreibt er: Bei uns war es so, dass meine Frau die Nichtapprobation der Gutachterin aufdeckte, beziehungsweise diese damit konfrontierte. Daraufhin legte sie mündlich nieder, verfasste dennoch ihr Gutachten. Schon allein das entbehrt ja schon wieder jeglicher Logik und wir könnten eigentlich hier aufhören. Aber was passiert? Was hat das Jugendamt eigentlich für Interesse, unser Kind nicht mehr aus der Pflegefamilie zurückzugeben? Das war die Frage, auf die ich jetzt antworten möchte. Ja, ich kenne jetzt natürlich nicht die ganze Geschichte. Da bräuchte ich natürlich irgendwie mehr Umfang. Trotzdem möchte ich dazu was sagen. Ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, dass dass die ja alle irgendwie auch mit ihren ganzen Inobhutnahmen überfordert sind und auch ja nicht genügend Plätze haben irgendwo inzwischen, weil sie ja in Deutschland zumindest ca. 300 Kinder pro Tag wegnehmen. Das heißt, sie können sie nirgendwo mehr unterbringen, weil die Kinderheime sozusagen überfüllt sind und die Kliniken, in die sie gesteckt haben, auch. Und dann haben sie eine riesige Anzeige zum Beispiel überall aufgegeben. Ich habe es auch gesehen. Pflegefamilien gesucht. Also so eine ganz offizielle, wie eine Jobanzeige. Ja? Also das ist die Geschichte. Sie geben einfach eine Anzeige auf. Da kann sich dann Hinz und Kunz melden. Und glaub mir, es haben sich bestimmt sehr, 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 sehr viele gemeldet, weil, warum? Auch ganz logisch, sie rechnen damit, dass sich natürlich viele Leute melden, weil auch ganz einfach, die Menschen haben keine Jobs oder brauchen Geld oder das kommt jetzt einfach drauf an oder sie wollen nicht arbeiten oder sie können nicht, weil sie alkohol- oder drogenabhängig sind und da kommen ja wieder noch ganz neue Sachen ins Spiel, ne? Da könnte man wieder ein neues Video drüber machen, was für Menschen werden da eingesetzt? Oft nicht die, die eigentlich so ja für eine Pflegefamilie geeignet sein könnten. Mein Kind wurde ja in Österreich schon in Obhut genommen, obwohl ja, ich meine, was hat Deutschland jetzt mit Österreich zu tun und wir waren nicht gemeldet. Und selbst da greifen sie überall ein. Es gibt noch viel krassere Fälle in Amerika und so weiter, werden die Kinder tatsächlich einfach geraubt und ins Flugzeug gesetzt und nach Deutschland gebracht. Und jetzt haben sie hier das Kind in die Pflegefamilie getan. Und was ja auch deren Plan ist, das Ganze immer ganz weit hinaus zu zögern. Falls dir das auch schon mal so geschehen ist, dann weißt du, von was ich rede. Ich meine, warum sind jetzt 3,5 Jahre bei mir persönlich ins Land gegangen? Ganz einfach, weil aus vielerlei Gründen und es gibt einfach keine Zeit, das Gericht hat keine Termine, das Jugendamt hat keine Termine, es ist Urlaub, der ist krank, der hat sich versetzt, da gibt es jetzt gerade niemanden. Also es gibt ganz viele Ausreden. Und dann, wenn viel Zeit vergangen ist, dann treten ja verschiedene Faktoren ein. Wer da schon Bescheid weiß, kennt ja das Parental Alienation Syndrom, was ja total verweigert wird, als ob es nicht gäbe. Und diese Elternentfremdung, was das PAS ist, die tritt ja schon, ja, leider sehr schnell ein oft. Und dann gibt es verschiedene Faktoren, die sie sich einfach zu eigen machen. Sie wollen das Kind weiterhin kontrollieren. Sie wollen ihre Fehler natürlich nicht aufdecken. Sie wollen auch nicht die Fehler aufdecken, vielleicht von der Pflegefamilie. Und sie können dann immer sagen, das Kind oder die Kinder sind jetzt schon so lange dort und haben sich so wunderbar gut eingelebt, dass man die jetzt nicht mehr da rausreißen könnte. Das wäre nicht gut für das Kind. Das ist ja die häufigste Aussage,
die sie tätigen. Genau, weil es könnte ja sein, dass zum Beispiel die Pflegefamilie ja, wenn sie das Kind wegnehmen wollen, das Kind ja aber total gebraucht wird zum Überleben oder besseren Überleben der Familie, dann wird sich auch diese Pflegefamilie eventuell etwas einfallen lassen. Das weiß ja auch kein Mensch, nicht wahr? Viele Menschen tun viel, wenn sie in irgendeiner tatsächlichen echten Notlage sind oder wenn sie ihre leichte Beute in Gefahr sehen. Jedoch der Hauptpunkt, den ich bis jetzt immer kenne, ist der mit der Aussage, das Kind ist schon so lange da und hat sich so gut eingewöhnt. Ach so, ja, und das, was ich ja ganz vergessen habe, ist, wenn diese Elternentfremdung eingetreten ist, kann ja auch sein, oder sie haben ja lange genug an das Kind vielleicht hingeredet und natürlich Sachen erzählt, von denen wir nichts wissen, dann kann es natürlich sein, dass das Kind einfach, und das wollen sie auch, und dann haben sie wieder natürlich, greifen sie wieder aufs Gesetz zu und sagen, so, das Kind wird jetzt angehört und das Kind könnte ja auch gesagt haben vor Gericht, ich will nicht mehr nach Hause. Ja, und dann wird plötzlich wieder hinzugezogen, dass es ja die Aussage des Kindes gewesen wäre. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, das interessiert auch wieder niemand. Also danke für die Frage und danke, dass du dir dieses Video angeguckt hast und danke auch für deine Kommentare oder deine Erfahrungen. Hast du Erfahrungen? Möchtest du sie auch zum Besten geben? Kannst du dich gerne melden. Danke, tschüss.